Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge vom Alpenfarmprojekt. Einen wunderschönen Mittwochmittag wünsche ich. Jo, in der letzten Folge haben wir ja das eine Feld da unten abgemäht. Und jo, jetzt habe ich schon auf den nächsten Tag vorgespult. Und jo, jetzt werden wir mal sagen, schauen wir mal, was jetzt ansteht, unten aufsammeln. Und da wahrscheinlich Lärm machen. Ob das, ja, das ist schon fertig gegärt. Und da werden wir uns jetzt noch einen schönen Brandlader bzw. Stapler kaufen. Haben wir da noch einen Stapler? Oder haben wir irgendwas? Also wir haben eh den Schäfer. Ja, dann brauchen wir da brauchen wir eh nichts mehr. Nur noch ein Gabel. Gibt's die extra lange noch? Irgendwie hätte ich Bock auf den. Schaut irgendwie schon geil aus. Ach komm, machen wir es einfach. Geil. Hört schon geil aus, ja. Upsala. Das wollte ich jetzt nicht. Gibt's übrigens im Mod-Hub. So, auf der offiziellen Giants-Webseite. Wenn sie den Ohr laden. Ups, jetzt kommt der Zug auch noch. Vielen lieben Dank für eure netten Kommentare von den letzten Videos und jo, hallo Kollege. So. Ups, oi, oi, oi. So.
Haha. Oh, war geil. Jetzt weiß ich, warum ich den gekauft habe. Was ist denn jetzt passiert, Alter? Ah, jetzt ist ja wieder egal. Jetzt schauen wir mal, was meine Leiter haben. Jetzt sehe ich Knoblauch. So. Das wäre jetzt mal. Wo sind da drin? 104 Fälle, ja. Nein. Wenn wir mit denen überhaupt. Na, ein paar sind da wieder aufgekommen. Na. Oh Mann. Gibt's da zufällig irgendwie so einen Aufbauraum? Naja, aber super, es wird.
Hä, seit wann kann man den Haufen vorschieben? Jetzt sag's mal nicht, damit ich mich gerade selber festgefahren habe. Herr Kollege? Das los, mein Zimmer. Oh Mann, es wird wieder voll gefecht. Inzwischen. Oh Mann. Jetzt wollte ich das mal. Oder schreibt mal gerne in die Kommentare, ob ich das vielleicht ein Timelapse machen soll. Dann kommt da extra separates Video. Und dann mache ich das in Timelapse. Und dann passt das. Ich glaube, das machen wir hinterher. So, meine lieben Freunde, wenn es euch gefallen hat, dann lasst doch gerne ein Abo und ein Like und schaut zur nächsten Folge wieder vorbei. Bis dann, macht's gut. Ciao, ciao.